herzlich willkommen zu unserem wunderschönen neuen Projekt. Und zwar, die Kommentare werden mich hassen. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sterling Silver. Ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal so aussprechen. Einem wundervollen neuen Hack in Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Es gibt Pokémon bis ganz normal Generation 4. Allerdings, erinnert ihr euch an Vintage White? Dieses Spiel ist daran orientiert bzw. davon inspiriert. Das bedeutet, wir werden super viele Changes bei den Pokémon haben. Egal ob Typing Moves, potenziell Werte, alles drum und dran. Also da gibt es einiges, was uns erwartet. Noch dazu sind wir vom Schwierigkeitslevel her ungefähr bei Vintage White, was sehr schwierig ist. Also ja, lassen wir uns überraschen. Sehr viel mehr weiß ich gar nicht. Wir spielen das als unsere klassische Downy-Downster-Nuzlocke. Heißt, ein Heiltrank, Shinies dürfen gefangen werden, geschenkte Pokémon dürfen mitgenommen werden. Alles, was das Herz begehrt. Und wir haben hier auch die ganz normalen Gen-2-Starter. Allerdings, und das ist das Einzige, was ich mir jetzt schon mal im Voraus angeguckt habe, und ich kenne ein bisschen was vom Anfang, einfach nur, weil ich testen musste, ob alles so funktioniert, wie es soll, haben die Endentwicklungen ein bisschen andere Werte, als auch neue Fähigkeiten, also teilweise neue Fähigkeiten, plus neue Typen. Und zwar ist Kanimani ein Wasser- und Licht-Pokémon und hat Bedroher, wird ja öfter gerne mal gemacht. Dann haben wir Feurigel als Feuer-Boden-Pokémon mit Feuerfänger. Und wir haben Endivir, welches zu Meganie wird, als Pflanze-Psycho-Pokémon. Mit der Fähigkeit Filter, zumindest ist das immer die erste Fähigkeit, die dasteht. Ich weiß nicht, ob wir Overgrow auch haben können. Denn wir werden tatsächlich mal mit Endivir spielen, weil das letzte Mal, als ich glaube, Moonsilver oder so gespielt habe, haben wir Feuerregel benutzt. Dementsprechend benutzen wir jetzt hier einfach mal unser wundervolles Endivir an der Stelle als Starter. Vor allem finde ich tatsächlich Pflanze Psycho mit Filter als Option auch relativ geil, muss ich sagen. Also da können ein paar super interessante Monster rauskommen. Und ich weiß, es gibt wenig Feuer-Pokémon. Strategisch gesehen ist Feurige das Schlauste, was wir hätten machen können. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich bin ein großer Pflanzenstarter-Fan und Wasserstarter-Fan. Oder allgemein eher von diesen bulkigeren, dickeren Pokémon. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir mit Endivir so machen können. Wir haben auf jeden Fall Filter. Wir haben ein Minus-Bedef plus Init-Wesen. Das ist allerdings gar nicht mal so überdimensional schlimm, denn Meganie hatte in dem Spiel 90 HP, nur noch 62 Attack statt 82, 93 Special Attack statt 83 und 95 Speed tatsächlich. Also, wenn der jetzt noch irgendwie Leech Seeds oder so später lernt, dann haben wir so ein Speedy-Filtermon. Das klingt auf jeden Fall eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Deshalb freue ich mich da schon sehr drauf. Und ihr seht hier auch schon, wir kriegen schon Rare Candies in die Hand gedrückt. Wir kriegen Max Repel in die Hand gedrückt. Wir kriegen jetzt ein paar Items in die Hand gedrückt. Das heißt, das Ding hier ist wirklich auch als Hardcore-Nuzlocke ausgelegt. Das Game ist auch relativ neu. Ich meine, es ist Ende 2023 rausgekommen. Wenn nicht sogar... Ja doch, ich glaube, relativ Ende 2023, also frisch aus der Ove raus. Wirklich schwierig, also da müssen wir Respekt vorhaben. Es dürfte auch normalerweise keinerlei EVs in dem Spiel geben. Deshalb kriegen wir auch hier einfach die Rare Candies reingedrückt. Das heißt, wir können die gleich ausrüsten. Wir kriegen auch den Toxic und Flame Mob, was ich sehr sympathisch finde, dass man nicht genervt wird mit irgendwelchen nervigen Shenanigans, dass man seine Gutsets fahren kann. Haben auch jetzt schon Pokebälle. Und dadurch, dass ich das schon mal angespielt habe, kann ich sagen, wir können unsere Pokémon jetzt hier auch ganz normal mit dem Rare Candy schon mal ein bisschen hochleveln. Und können dann auch gleich eigentlich hinaus in die wilde Welt gehen. Wir müssen, was Level angeht, auch, glaube ich, gut Acht geben, weil die erste Level-Cap ist 17. Und aus irgendwelchen Gründen schneit es im Übrigen hier draußen. Ich weiß nicht, warum, ich finde es sehr cool und Lyra hat einen Schilterus. Ich habe allgemein ein paar Schilterusse auf der Overworld gesehen. Ich weiß nicht, warum. Ich gehe davon aus, dass der Hackersteller einfach Fan von dem Ding ist. Vielleicht finden wir ja selber eins und das ist ganz, ganz gut. Das wäre ja ganz nice, muss ich sagen. Da chillt zum Beispiel auch nochmal eins und hier chillen ein paar Schiggis, dass man nicht weiterkommt. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt sau viele Veränderungen. Klassische Downstar-Nuzlocke-Regeln können nochmal in der Beschreibung nochmal nachgelesen werden, wenn es denn vonnöten wäre. Ansonsten überlege ich gerade, aber ich glaube, ich habe das meiste erwähnt. Oh nein, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich habe auf jeden Fall, denke ich mal, das meiste erwähnt. Und ich denke, wenn es noch Fragen gibt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Zur Not kann ich das auch in der Beschreibung nochmal abändern. Aber
Ich denke, ich weiß nicht, komm nochmal. Ah ja, Professor Lind kam nochmal raus. Ich glaube, er gibt uns nämlich jetzt nochmal die Turbo-Treter. Also ich habe bis zum Rivalenkampf gespielt und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt passt es erstmal. Es ist so nice, wir kriegen jetzt einmal seine Nummer und die Turbo-Treter dazu noch. Da sage ich nicht nein. Sage ich euch, wie es ist. Da sage ich definitiv nicht nein. Die nehmen wir direkt mit und gucken gleich mal, was Route 29 uns als ersten Encounter bereithält. Weil wir haben Pokebälle. Das ist jetzt einfach straight up der erste Encounter. Es ist ein freaking Wieso. Meine Freude hält sich sehr. Wobei. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich glaube, der ist gar nicht mal so ass, weil der sollte sich, glaube ich, vor der ersten Arena entwickeln. Und wir haben Endivia als Starter. Das ist für die ersten zwei Arenen ziemlich kacke. Also, wir brauchen ein paar gute Pokémon, damit wir überhaupt erst über Arena 1 rüberkommen. Und maybe hat der irgendeinen guten Buff. Wir schauen uns den kleinen Racker direkt mal an. Wir haben ein Adamant Nature, aber wir haben Scrappy, so eine Scheiße. Denn Sandred hätte in dem Spiel auch Adaptability haben können. Ah, okay. I mean, wir haben immerhin schon mal Fake-Out drauf. Das ist actually ganz geil, aber wir haben leider die wesentlich schwächere Dings bekommen. Ich kann noch ein bisschen hoffen, dass wir maybe irgendwie die Fähigkeiten noch ändern können im Verlauf des Spiels, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, Topsy wäre so viel geiler gewesen. Ich glaube, der ist nämlich Elektroflug in dem Spiel, habe ich irgendwo gelesen gehabt. Ich glaube, das hatte mich nämlich auch überzeugt wieder von dem Hack. Ich habe jetzt auch ein paar Encounter gesehen und ich glaube, wir haben wirklich das Schlechteste gezogen, was wir hätten ziehen können. Ich glaube, Bären habe ich mir noch nicht angeguckt. Okay, wir haben 10 Sinebären, 2 Chesterbären und eine Patcherberry. Das ist eine interessante Auswahl, I guess. Aber taken wheel. Dann gibt es hier natürlich auch direkt den Durchgang. Also wir schnappen uns jetzt ganz normal den Kram. Wir sind jetzt einfach direkt in der Nuzlocke in die Nuzlocke reingedived. Da sind wir jetzt einfach schon direkt into it. Da ist unser Pidgey. Okay, ich glaube, hier hätte man auch ein Gesteins-Pokémon fangen können. Ich hoffe sehr, dass der wirklich Elektroflug ist. Weil dann können wir mit dem was anstellen. Ansonsten. Ja, ist das ein durchwachsener Encounter, sage ich mal. In dem Projekt möchte ich im Übrigen auch Kommentarschreiber wieder ein bisschen mehr belohnen. Das heißt, ich werde hier insbesondere Leute, die in die Kommentare Sachen schreiben, belohnen und benennen. Und wir sind tatsächlich ein Elektroflug-Pokémon, das ist immens wichtig, weil wir dann schon mal ein bisschen was für den ersten Orden haben. Wir hätten Kinai als auch Quickfeed haben können. Der hat jetzt auch tatsächlich. Also Taubsian an und für sich hat schon bessere Werte. Der hat jetzt nämlich 63 HP, 50 in beiden Def-Werten und 55 im Special Attack sowie 61 Speed. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das für uns am Ende des Tages ist. Und bei Taubos wird. Okay, das ist interesting. Taubos kann tatsächlich auf zweierlei Art gespielt werden. Nämlich einmal mit No Guard, was wir bekommen werden, wenn es soweit ist. Was ich wesentlich besser finde. Oder auch Huge Power. Das heißt, sowohl physisch als auch speziell wäre das ein Ding. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele physische gute Elektroattacken gibt, dass sich das lohnt. Aber speziell können wir da, denke ich, schon mal gut ballern. Weil später wird Taubos 115 Special Attack haben. Das ist zwar der einzige Buff, aber ich sag, wie es ist. Den nehme ich sehr gerne. So ein Cherry Grove Shitty wird uns der Typ hier nichts in irgendeiner Form groß erklären können, weil. Was soll er uns denn auch sagen, ne? Was soll er uns denn auch sagen? Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, ist, mich hier ein bisschen umzugucken. Ja, weil Potions möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dass wir ein bisschen. Ja, eigentlich kann ich 10 Potions einfach ausgeben. Denn ich möchte ja natürlich nicht diese Tränke, die ich jetzt am Anfang da geschenkt bekommen habe, für unsere Trankregelung benutzen. Da bleiben wir schon legitim. Da versuche ich einigermaßen gleich aufzubleiben. Da habe ich gesehen, ist ein Angler. Den habe ich beim letzten Mal nicht angesprochen. Wir kriegen hier tatsächlich schon mal eine Angel. Das ist super geil. Was bedeutet, wir können uns nämlich den einen oder anderen Angel-Encounter hier auch gleich noch holen. Das ist, denke ich, eine sehr nützliche Sache. Ich überlege gerade, ob wir in Cherry Grove City gleich mal angeln. Klingt eigentlich nicht verkehrt. Machen wir gleich. Wir können jetzt nämlich einmal hier kurz nach oben düsen. Damit spawnen wir nochmal den Dulli. Kriegen die Karte. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es mehr auch in diesem Spiel gibt, was umpositioniert wurde. Aber. Oh, wir dürfen gar nicht hier weiter. Ah, und da steht auch nochmal das Pokémon-Haus, also wo der werte Professor ist, ein Shieldon davor hat. Wurde das hier repositioniert? Ich habe keinen Schimmer, warum.
Aber es ist einfach so. Das heißt aber, wir können auch... Ich weiß nicht, ob wir hier nach noch nach oben laufen dürfen. Pokédex haben wir damit jetzt am Start. Ich denke, damit haben wir jetzt alle Arbeitsutensilien, nenne ich es jetzt mal. Sollten wir alle am Stissel haben. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich hier angeln soll. Weil es natürlich die Möglichkeit von Kopfnuss in dem Spiel gibt. Das heißt, damit können wir uns auch nochmal einen Counter holen. Und hier dürfen wir tatsächlich noch nicht entlang. Da ist die Frage, ob wir uns nicht... Endivir, geht's dir gut? Willst du wieder bei mir? Danke, sehr nett. Ob wir jetzt hier schon den Schwung an einer Angel rausholen und tatsächlich direkt in die Angelminen gehen? Ich glaube, wisst ihr was, nehmen wir mal mit. Ich meine, haben wir zwei Wasser-Pokémon. Das schadet nicht. Können vielleicht damit auch im Gras ein paar Wasser-Encounter negieren. Wir kriegen Tentacher Level 10. Ich will jetzt nicht sagen, aber das ist ein bisschen... Oh mein Gott, der kann wirklich Acid. Das ist ein bisschen sehr hoch gelevelt. Ich glaube, ich hätte nicht angeln dürfen, ne? Oh mein Gott, ich hätte nicht angeln sollen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Das wäre jetzt... Der kann auch Water Pulse? Sterbe ich jetzt einfach? Okay, wir fliehen jetzt oder wir werfen Pokéball. Und ich sage euch, wie es ist. Pokéball, Flieg und Sieg bitte. Ich hab gar keinen Bock, dass wir jetzt einfach direkt das erste Mon verlieren. Das gibt es nicht. Bitte mach was Dummes. Ich habe einfach mein erstes Pokémon verloren, bevor ich einen Rivalenkampf mache. What the... Cool, mega geil. Warum ist der denn Level 10? Warum, also ich ging jetzt, die Encounter auf der normalen Route waren auch nicht so hoch gelevelt. Ja, ich weiß das Visor nicht. Und jetzt bleibst du einfach im Ball drin. Der wollte einfach nur das Visor killen. Ja, cool. Ich meine, ja, das war der beschissenste Encounter, den wir am Anfang hätten kriegen können. Aber so schlimm war er jetzt auch nicht. Ich hoffe echt für dieses Tentara, dass es sich gelohnt hat, den zu fangen. Wir haben ein neutrales Wesen und haben Braindish. Ich meine, der wirkt ziemlich stark jetzt für den Anfang. Und das ist auch ein sehr guter Encounter für den Anfang. Ne? Das möchte ich gar nichts gegen sagen. Hat anscheinend keinerlei Buff bekommen, wie es aussieht. Tentacruel hat Raindish als Fähigkeit statt Liquid Ooze. Und hat jetzt 80 Def und 90 Special Attack. Also slightly gebufft auf jeden Fall. Allerdings nicht allzu stark. Hat dafür aber so gefühlt einfach über die Hälfte meines Teams zerdeppert. Und ja, wir haben noch nicht mal einen Rivalenkampf gemacht. Und ich habe jetzt schon ein totes Pokémon. Einfach nur, weil ich ein Pokémon angeln wollte. Es tut mir wirklich leid. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so in dieses Projekt einsteigen. Aber ja, jetzt wissen wir schon mal, wie das hier ungefähr laufen wird. Toll, freut mich. Ich möchte euch jetzt auch noch mal kurz zeigen, warum ich gerade so auch von dem Level schockiert bin. Denn wir haben hier einen Rivalenkampf. Und jetzt guckt euch das Reden ist jetzt einfach abgesagt. Guckt euch das Level von dem Cyndaquil an. Der ist freaking Level 5. Ich habe nicht erwartet, dass wenn ich hier angel, auf spontaner Basis alles auf einmal Level 10 ist. Ich werde, glaube ich, auch gleich jedes meiner Pokémon auf Level 10 bringen. Weil das gibt's ja gar nicht. Ja, dass das Feuerregel jetzt kein Problem ist, das ist jetzt keine Überraschung. Aber, also, für den ersten Orden wären Visinio ja trotzdem echt nicht verkehrt gewesen, muss ich sagen. Mein Gott. Unseren Rivalen werden wir natürlich so wie immer E nennen, weil E ist ein böser Buchstabe, müsst ihr wissen. E gibt's so häufig, das ist der Mainstream und wir wollen nichts mit dem Mainstream zu tun haben. Wir sind was Besonderes. Dann werfe ich auch hier gleich nochmal meine Angel aus. Ich vermute, auch hier wird dann das Pokémon Level... Also ich hoffe, wenn der jetzt über Level 10 ist, dann flippe ich aus. Ich hoffe, wir ziehen noch irgendwas Vernünftiges, aber ich weiß nicht was. Oh nein. Oh nein, das Teil verfolgt mich. Hilfe. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich den am besten schwäche, aber ich denke, der kann mir nicht viel. Das heißt, ich lasse den mal sich selber ein bisschen mit Supersonic boxen. Und dann schauen wir einfach mal ein bisschen rum, ob wir da gut was fangen können, den. Ich weiß nicht, ob der vielleicht wieder auch Wasserkäfer ist in der Evo. Schauen wir mal. Okay, Surskit hat anscheinend keinerlei Buff bekommen. Wir haben auch ein Impish Nature, was ziemlich kacke ist. In der Entwicklung bleibt der Bug Water und behält anscheinend immer Intimidate. Er hat jetzt 73 Def in der Entwicklung und 85 Speed. Cool. Also bleibt dieser Encounter richtig schön
beschissen. Oh, statt dem Fang-Tutorial kriegen wir hier Flottbälle und den Ewigstein. Ewigstein relativ egal, aber Flottbälle und das Fahrrad? Das sind zwei Dinge, die nehmen wir an der Stelle super gerne mit. Nice. Dann wird es jetzt auf jeden Fall Zeit, dass wir auf Route 30 nochmal einen vernünftigen Encounter mitnehmen, weil sonst wird es auf jeden Fall knivelige Kiste hier. Ein Kamau. Okay. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Encounter, meiner Meinung nach. Kann ich gar nicht einschätzen, wie der so hier wird, aber ich bin gespannt. Sind auf jeden Fall mal ein paar andere Early Mons, die ich jetzt hier habe. Das finde ich ganz cool. Und ein Feuer-Pokémon schadet definitiv nicht. Dann hoffen wir auch gleich mal, dass wir was Gescheites hier bekommen. Wir haben Rash Nature, das ist prinzipiell nicht schlecht, weil wir eher ein Special Attacker sind. Wir hätten Own Tempo haben wir ja jetzt oder Solid Rock haben können. Ich vermute, Solid Rock wäre besser gewesen. Die Def-Werte als auch HP sind auf jeden Fall gebufft, schon von Karmaup von 40 auf 65. Und 70 HP hat der Boy jetzt. Und in der Entwicklung wird Own Tempo zu Shell Armor. Das bedeutet, wir können nicht gekrittet werden. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und wir kriegen auch einen ordentlichen Buff wieder in beiden Def-Werten und in HP in der Evo. Wir haben 90 HP dann, 95 Def und 105 Speed Def, dafür nur noch 30 Speed. Das ist jetzt, glaube ich, eher nicht ganz so schlimm. Und ich meine, wir haben schon Mudshot drauf. Ich realisiere gerade... Oh nein. Okay, das heißt, ja... Wir können davon ausgehen, dass in diesem Spiel so Attacken wie Drachentanz oder so auch wieder nur so ähnlich 2 AP haben, wie ich es schon in anderen Hacks gesehen habe. Das heißt, wir werden wieder mit ein bisschen dezimierten AP leben dürfen. Yippie. Und wir finden die Gameboy-Sounds. What? Warte mal. Da heißt das, ich kann jetzt die Gameboy-Sounds anmachen? Das ist irgendwie ein cooles Gimmick, muss ich gestehen. Das finde ich sehr funny. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal einfach mal ein bisschen an. Ich glaube, es wird mir sehr schnell auf die Nerven gehen. Es gibt im Übrigen, Voice Cracker, auch neue Attacken in dem Spiel, denn unser wundervolles Karmaup möchte hier einfach Cellrock lernen. Also Attacken, die es in späteren Gens erst gibt. Also Voidwechsel hatte ich auch gelesen. Jetzt sehen wir auch hier Cellrock. Und eine Prio-Attacke ist actually super nice, vor allem für den ersten Orden hier. Das hier scheint im Übrigen auch so eine Art Feuerroute zu sein. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon Fukano gesehen, Slugma gesehen. Wie es aussieht, kann man hier im Allgemeinen einfach so viele Feuer-Pokémon finden. Mich wundert, dass es dann keinen so einen Fleck gab, wo es nur Pflanzen-Pokémon gibt. Aber maybe kommt der noch, dass man quasi Firewater Grass am Anfang sicher bekommt. Okay, das Haus wurde einfach mit Steinen vorgesetzt. Stark. Es hätte hier sogar wilde Starter-Pokémon gegeben. Okay, das ist, um ehrlich zu sein, sehr crazy, muss ich gestehen. Aber... ich bin eigentlich mit meinem Kamaup auch recht zufrieden, muss ich gestehen. Ich finde ihn ganz nice. Early Ground Type ist auch super interesting. Allgemein, die Typen-Kombi ist sehr interesting. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie sowas wie Slack Off, also Target Deep maybe lernen. Level 10 Staralili im ersten Kampf. Da kriegt man direkt richtig Bock. Ich glaube, Flame Wee müsste stärker sein durch die 60 Base Power. Damit kommen wir auf 90. Und das Problem ist, ich habe noch absolut keinen Schimmer, wie viel Crit hier macht. Ich gehe davon aus, dass... oh, geiler Crit. Dann ist unten Burn. Okay, unser Kamaup performt hier gleich mal richtig schön stark am Anfang. Ich vermute, es ist dann doppelter Damage, weil ich glaube, Flame Wheel auf demselben Level, vor allem, weil wir nicht ganz so viel Attack haben, hätte nie ansonsten so viel abgezogen. Es ist ein weirdes Gefühl, aber ich habe jetzt einfach mal alles schon mal auf Level 11 gebracht, weil... irgendwie ist das hier alles gerade ein bisschen weird von allem drum und dran her. Deshalb ist es, glaube ich, nicht verkehrt. Okay, da ist Pidgey. Das ist schon mal ganz gut. Ich dachte mir schon, dass der vermutlich noch hier auftauchen wird. Und dann können wir schon mal die Elektroattacken blocken. Ich denke, wir werden auch jetzt anfangs einfach mal mit Karmaup rumlaufen, weil eigentlich kommen jetzt auch noch ein Käfertrainer. Es sollte es zwei Käfertrainer kommen noch. Und das sollte es dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein an Trainern. Aber dass die auch schon Level 10 hier sind, ist crazy. Ich habe ein bisschen Angst, dass es potenziell sehr gefährlich wegen Level Cap später werden kann. Dass allgemein das Spiel so ein bisschen ist, dass es sagt, yo, benutzt deine Pokémon wirklich weise, weil sonst gehst du einfach über die Level Cap drüber. Dadurch, dass der Crit so viel abzieht, also ich weiß nicht, ob ein Crit doppelter Damage kann, ob nicht potenziell hops nimmt. Wir wechseln mal in Endivie.
Das ist ein bisschen bulkiger. Und da haben wir einen Megasauger drauf. Das finde ich auch nicht verkehrt. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser als Matchup, muss ich gestehen. Also eigentlich so gar nicht. Vor allem, warum ist denn das Radfratz jetzt auch einfach wieder auf Level 11? Ich bin extra auf Level 11 gegangen. Da ist schon wieder ein Crit. Okay, bei dem bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob das 1,5 ist oder mal 2. Also so doof es klingt, wir müssten es mal an unseren Pokémon sehen, damit ich herausfinden kann, ob es 1,5 oder mal 2 ist. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht unbedingt geändert wurde. Deshalb, ich spiele jetzt mal so, dass es noch mal 2 ist. Glaubt der Käfertrainer chillt eigentlich hier nicht davor? Ich glaube, in dem Spiel sind Trainer-Teils jetzt... Also das sieht für mich so aus, als wäre ein Trainer... Okay, der hat jetzt 4 Mons, aber alle halt Level 9 nur. Das geht auf jeden Fall fit. Ich glaube, dass hier potenziell nochmal viel so abgeändert wurde, dass du zwangsweise sogar in diese Trainer reinlaufen musst. Also den hätte ich jetzt zum Beispiel nicht dodgen können. An dem wäre ich nicht vorbeigekommen. Das bedeutet, es kann gut sein, dass es da ein bisschen mehr in der Richtung gibt. Dass ich quasi geforst bin, gegen die zu kämpfen. Bei dem bin ich mir noch unsicher, wie ich das so finde. Shedinja? Was? Mit, also ich kann den jetzt mit Felrock, I guess, einfach killen. Okay, ich bin mir nicht sicher, dass ich das die Leiste nicht komplett rot war, ob der wirklich nur ein KP hatte. Oder ob Shedinja hier noch ein anderes Typing haben könnte. Aber ist das nicht mega unfair, dass hier Shedinja kommt? Oder übersehe ich gerade hier irgendwie was? Bin ich gerade der Doofe? Warum ist da ein Ninja-Turm? Ist also klar, dass hier ist eine Feuerroute und im Regelfall kriegst du ein Feuer-Pokémon und so, aber das, also wenn der... Burmadame? Okay, also entweder Burmi entwickelt sich hier schon Level 10 oder das ist auch schon wieder eine absolute Frechheit. Hä? Was? Was? Okay, Moment. Können wir nochmal kurz drüber reden? Warum sind wir hier im dritten Trainerkampf? Von einem Random-Ass-Trainer. Und da chillt Burmadame. Was ist das für eine Sch... Worauf habe ich mich hier eingelassen? Also, Gott sei Dank haben wir Karmaup. Ich meine, mit dem Feuer-Pokémon, das du hier fest anscheinend auf der Route bekommst, zerreißt du den Trainer natürlich. Aber, what the hell? Ich glaube auch, wir gehen einfach mal mit allem auf Level 13. Weil so viele Trainer kommen ja jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Und ich krieg langsam Angst. Es ist gerade auch nochmal nebenbei was sehr Interessantes passiert. Unser Tentara hat die Hidden Power Poison gelernt. Und die Erklärung dazu klingt wie Giftstachel. Ich glaube, es wurden ein paar Attacken ersetzt. Ich glaube, davon hatte ich was gelesen. Durch Hidden Power Attacken. Das heißt, Pokémon können teilweise von ihrer Typen die Attacke Kraftreserve von selber lernen. Das ist immer ein 70er Base Power Move. Was meiner Meinung nach tatsächlich sehr stark ist. Wobei Acid jetzt auch nicht so weak an der Stelle ist, aber da haben wir wenigstens einen relativ starken Move schon mal drauf. Na, dann schauen wir mal, was uns Route 31 für einen wundervollen Encounter hoffentlich bereitet. Also wir brauchen wirklich starke Pokémon an der Stelle, ne? Ich habe das Gefühl, das Spiel wird sonst echt schwierig. Korpisch. Okay, das könnte auch eine feste Wasserroute sein. Weil Korpisch sage ich jetzt erstmal nicht nein, das ist halt schon wieder ein Wasser-Pokémon. Aber es ist halt ein potenziell echt guter. Wenn der Anpassungen bekommt und alles drum und dran mit der Wasserdüse, kann auch jetzt maybe mit Shellarm oder so helfen. Der hat relativ viele Tag für den Anfang, was halt gut ist. So, der Werte Shock Awesome. Wir haben ein naives Wesen und Hyperkata. Weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. Finden wir gleich mal heraus. Also, Krebskopf hat auf jeden Fall sogar auch schon einen Buff bekommen. Crazy. 53 HP statt 43, 70 Def statt 65 und 50 Speed-Def statt 35. Ist nichts enorm krasses. Hypercutter, Shell Armor wären die zwei Fähigkeiten gewesen. Okay, wir haben tatsächlich die Fähigkeit, die zu Anpassung werden würde. Das ist ganz gut. Und Kribotak später kriegt einen Buff in HP auf 83, einen Def-Buff auf 94 und einen Speed-Def-Buff auf 80. Das Ding ist, wenn solche Mons wie auch so ein Adaptability-Krebskorps, und wir haben jetzt auch eine geile Prio-Attacke, das ist actually echt nice. Ein Bubble Beam hatte hier 75 Base Power. Wenn die schon gebufft werden, ich will nicht wissen, was noch für Mons kommen, wie die gebufft sind. Dann haben wir noch die Dunkelhöhle vor uns, wo wir im besten Fall einfach einen Kleinstein oder so ziehen. Und die Dunkelhöhle ist gar nicht mal mehr so dunkel. Also ja, so ein Gesteins-Pokémon würde ich sehr appreciaten. Du bist nicht ganz ein Gesteins-Pokémon, aber ich sag ehrlich, das könnte ein sehr starker Encounter für den Anfang sein. Und dadurch, dass ich mein Visino einfach jetzt schon verloren habe,
bin ich tatsächlich einigermaßen potenziell dankbar für den Encounter. Der wurde 100% gebufft. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass der Bursche nicht gebufft ist? Oh, und in der Höhle liegt noch TM54 Fall Swipe herum. Ich habe auch jetzt schon Zubat noch gesehen, Menki noch gesehen. Also bisher scheint Dummiese somit das Beste, was wir aus der Höhle hätten ziehen können. Den schauen wir uns nämlich jetzt auch gleich an. Ihr seht schon, der Boy ist ein normal Boden-Pokémon. Und scheint aber tatsächlich keinerlei Stat-Buffs bekommen zu haben, außer dass er jetzt noch vom Typ Boden ist. Also ich sehe ein paar Attacken, die sehr nice sind auf dem. Zum Beispiel Voltwechsel gibt es hier, den lernt er, und den Acelrock lernt er relativ früh. Also wir holen den auf jeden Fall jetzt rein. Das steht außer Frage, weil ich glaube, von den Werten her ist der viel zu gut und hauen Surskit, denke ich, raus. Der bringt uns am wenigsten gerade. Und ich glaube, ein Mon, was vor allem Bedroher bekommt, zu früh zu verlieren, ist eher kacke. Und hier liegt auch noch die TM09 Bullet Seed herum. Oh, was ich noch gar nicht getestet habe, fällt mir gerade auf. Das können wir vielleicht mit Bullet Seed testen, mal gucken, je nachdem, ob man TMs öfter benutzen kann. Aber das Ding ist, Endivir kann halt gerade Megasauger. Okay, wir können es doch noch nicht testen. Außer Force Swipe werde ich sowieso nie wieder jemanden beibringen. Kannst du lernen. Aber dir will ich auch gerade nichts verlernen, ist das Ding. Ah, okay, dann finden wir das wohl später heraus. Also steht einmal da. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Spiel relativ fortgeschritten ist, dass das vielleicht anders ist. Ich gebe euch auch nochmal ein kurzes Check-up, glaube ich, über das Team, dass ihr die Moves nochmal alle einmal kurz so vor Augen habt. Und dann kann ich die auch nämlich ein bisschen sortieren. Unser Taubsi hat leider bisher nur physische Attacken gelernt. Ich hoffe noch auf ein bisschen sowas wie Schockwelle. Wir haben auch schon ein bisschen Poison Powder Strategies hier. Poison Powder sogar hier 95 Genauigkeit, was echt nice ist, weil dann kann man damit auch arbeiten. Wir haben mit Takedown eigentlich schon eine echt sehr starke Attacke, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum zum Teufel Rage nur 20 Base Power hier hat. 5 AP meine ich. 20 Base Power ist, glaube ich, normal. Yawn und Glare. Warte mal, Yawn hat nur 70 genau. Oh nein. Ich glaube, Yawn ist wieder so ein Insta-Sleep-Scheiße. Deshalb hat das nämlich auch nur 70 Genauigkeit. Ach du Scheiße. Ja, okay. Und den Rest kennt ihr ja, glaube ich, noch ganz gut. Silkscar finden wir hier auch nochmal gleich als Item. Das ist ein Bomben-Item für unser Dummiese. Der sollte nämlich jetzt mit Takedown. Ich meine, Bodycheck hat 95 Base Power mit 95 Genauigkeit hier. Das ist schon ordentlich. Gut scheppern. Also eigentlich ist da noch ein Angler, sage ich schon. Eigentlich sollte da ein Käfersammler noch stehen. Okay, mehrere Punkte. Warum zum Teufel steht hier Frieda? Warum chillt da ein Schneebedeck gegenüber? Ich vermute, es ist hier Ace. Warum schneit es Gottverdammt da drin? Und warum überrascht die mich einfach so? Nein. Oh, nee. Okay, es gibt damit ziemlich sicher optionale... Also, dieser Kampf ist nicht optional. Und warum vor allem freaking Frieda am Anfang? Ja, und es Haget. Das freut mich, das ist toll. Ja, ich hau meine HP Poison raus, weil ich glaube... Also, ich bleibe jetzt mal eine Runde drin. Weil ich keine Ahnung habe, was Sneebel so kann. Und eigentlich dachte ich, um ehrlich zu... Ja, wobei, es ist ein freaking Sneebel. Warum ist Sneebel nicht viel zu stark an dem Punkt? Von den Base-Werten und allem? Aber ist Eisschatz sein bester Move? Das glaube ich dem fast gar nicht, dass Eisschatz sein bester Move ist. Okay, also halten wir kurz fest. Anscheinend sind die Sinnoh-Arena-Leiter hier irgendwie unterwegs. Und die können einfach so aufploppen. Gegen die... Also die sind niemals im Leben... Ich wette, dass die nicht optional sind. Ich glaube, wir gehen sogar in unser Krebskorps. Okay, das war ein ungewollter Switchout, den ich so gar nicht machen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob Swinub unbedingt das bessere Pokémon gewesen wäre. Ich wollte eigentlich Korpisch nur reinschicken, um die physischen Attacken ein bisschen besser wegzustecken. Weil nicht, dass da jetzt doch so Finte kommt. Ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass Finte mit Technika, weil Sneebel, Sneebunder wird gerne Technika gegeben, jetzt am Anfang hier kommt. Aber das wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Geiler Crit von unserem Krebskorps, den geilen. Ich liebe übrigens Krebskorps. So ein geiles Mann. Ist eines meiner Lieblings-Pokémon aus dem Anime tatsächlich. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, was ist denn Downys Lieblings-Pokémon aus dem Anime? Krebskorps ist sehr weit oben. Mein Gott, reden ist heute wieder eine schwere Geburt. Okay, sie scheint aber nur Level 10er-Mons zu haben. Das ist ganz gut.
Das einzige Problem ist jetzt natürlich, dass wir mit Karmop ein Feuer-Pokémon haben, was Eis nicht resistiert. Das ist nicht ganz so geil. Deshalb, ich hoffe jetzt einmal, dass das Rasierblatt nicht zu viel abzieht. Und ich hätte halt dann auch Oranberries eingesetzt. Okay, Crit hat jetzt 18 KP abgezogen. Wir sind bei 24 HP. Das heißt, wir sollten den zur Not auch nochmal überstehen. Und er geht auf Ingrain, Verwurzler. Ja gut, das ist mir egal. Im besten Fall stirbst du einfach direkt. Das wäre so das Zuckerträumchen an der Stelle. Es ist eine Vierfachschwäche. Ich glaube, der died einfach. Ja, Gott sei Dank, besser ist. Okay. 18 KP mit Rasierblatt. Ich weiß nicht, das könnte 1,5 sein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn es doppelter... Ja, andererseits ist ein Schneebedeck, was 3 Level drunter war, ne? Ich glaube, es ist doppelter Damage. So, bei Sneebel habe ich immer noch Angst vor der Feint Attack. Ich würde wieder einen Krebskorps geben, der ja eine relativ gute Def hat. Ich meine, wir haben noch ein paar andere Pokémon, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Wobei Filter, in die wir noch einigermaßen okay wahrscheinlich ist. Es kommt Gott sei Dank nochmal ein Eissplitter. Und dann können wir jetzt gleich mit Metallklaue plus der Wasserdüse... ich glaube, eine Metallklaue wird den einfach rausnehmen. Ich merke gerade, ich habe dem schon einmal Damage gemacht. Das habe ich schon wieder vergessen. Oh, okay, das ist aber gut, dass wir das so früh jetzt mitbekommen. Weil das heißt, hinter jeder... Das heißt, wahrscheinlich kommt jedes Sinnoh-Kampf... Also wir haben wahrscheinlich einen Kampf gegen jeden Sinnoh-Arena-Leiter. Und jeder Sinnoh-Arena-Leiter kommt vermutlich vor dem normalen Leiter irgendwo. Das heißt, bei so... Ich sag mal, sass aussehenden Stellen im Spiel, wo eigentlich nichts ist, muss ich immens vorsichtig sein. Das Problem ist halt vor allem, ich weiß ja auch gar nicht, wann die kommen und welches Typing die haben, ne? Das kann einem so immens auf die Fresse geben, ne? Leck mich doch am Zuckerli. Also wenn die da einfach... Also ich glaube, ich muss gleich nochmal was testen. Ich darf halt nicht so schnell durch die Gänge rennen. Weil wenn ich einmal nach links gehe, dann wäre ich nicht in sie reingerannt. Das bedeutet... Man hat zumindest anscheinend eine Chance, dass man nicht unbedingt... Ah, nix, Pische, okay. Dass man nicht unbedingt komplett in die Reihen rennt, ohne irgendwie vorbereitet zu sein. Wenn man nicht auf 180 wie Downy Downs ist und sich denkt, Speed, dann kann man die potenziell anscheinend dodgen. Das ist eine ganz gute Info. So, Viola City. Kriegen wir jetzt zufällig auch ein Starter geschenkt? Das fände ich echt nett. Nein? Oh, schade. Hier gab es irgendwo einen Dulli, der hier rumsteht und der einem eigentlich so Fragen stellt, wodurch man dann Voltilam, Schneckmark oder ich glaube Felino mitnehmen kann. Und ich hätte alle drei mit Handkuss genommen, aber insbesondere das Voltilam wäre ein Träumchen gewesen. Und hier kann man, okay, hier könnte man weiter in Bellsprout mit Onix tauschen, den habe ich leider nicht. Hätte ich gerne gezogen, Onix wäre richtig strong, glaube ich, für die Arena. Wir gucken auch mal im Supermarkt, ob es hier nochmal was Neues gibt. Wir könnten jetzt Netzbälle kaufen, aber wir sind arme Oschis, deshalb kaufen wir an der Stelle erstmal nichts. Ich glaube, wir hätten uns nicht 10 Tränke am Anfang holen sollen, das war gar nicht so schlau. Aber Pokebälle sind wenigstens sehr billig, das ist gut. Inflation immerhin nicht die Pokebälle in dem Spiel erreicht. Das ist schon mal eine Sache, die man gerne hört. VM06 Zertrümmerer, I guess, sollte das Ganze mal sein. Ich weiß natürlich noch nicht, ob man die hier verlernen kann, ne? Das ist immer gerne ein bisschen unterschiedlich in solchen Hacks. Wie stark ist es denn? Hat immerhin 60 Base Power, also es wäre gar nicht mal so schlecht. In meinen Augen. Ich weiß halt nicht, auf wen sich das so richtig gerade lohnt. Ich überlege, ob wir es auf Mika draufhauen, weil ich glaube, Rage drücke ich halt nie. Weil 20 Base Power ist halt nix. Und da benutze ich lieber diesen super starken Bodycheck, den ich habe. Und dann testen wir vielleicht auf unserem Dummiesel, ob wir das verlernen können oder nicht. Dass das unendlich nutzbar ist, ist natürlich klar. Wir finden bei den Alf-Ruinen sogar einen Bärensaft. Der wird uns auf jeden Fall auch nochmal gut helfen können, der Arena. Kann das sein, dass hier jeder Bereich freigeschalten ist einfach? Ich glaube, normalerweise kommt man hier nicht hin. Dürfte ich jetzt auch einfach runter oder muss ich puzzeln? Okay, ich müsste puzzeln. Weil ich will auf jeden Fall bei den Alf-Ruinen nach unten, um zu gucken, was es dort gibt. Ich hoffe, dass nicht gottverdammtes Incognito da mein Encounter wird. Weil ich will jetzt eigentlich nicht angeln. Ich will auch in Viola City nicht angeln. Weil es lohnt sich ja am Ende des Tages gar nicht. Okay, wir können hier tatsächlich schon runter. Mit lohnt sich gar nicht meine ich natürlich, dass wir keinerlei Wasser-Pokémon gerade brauchen. Weil wir haben gerade drei eigentlich echt solide. Also wir haben Tentacha, wir haben dann später Maskeregen. Und unser Kributak, das ist sogar sehr vielseitig, was Typen angeht. Und wie es aussieht, können wir leider auch jetzt immer noch nicht hier Encounter holen. Schade. Das heißt, bei den Ruinen lasse ich erst einmal den Encounter ebenfalls weg.
Und wir schauen jetzt nochmal auf Route 32, was wir hier bekommen. Und dann schauen wir noch in den Turm. Und dann muss ich überlegen, ob ich nochmal angeln will irgendwo. Aber eigentlich will ich das tendenziell nicht sehr, sehr gut. Das ist zwar ein lamer, langweiliger Anfangs-Encounter, den man hier mehr oder weniger immer bekommt. Aber es ist halt jetzt genau das, was wir brauchen. Richtig gut, richtig lecker. Okay, unser Marie-Bleinchen hat tatsächlich Volt-Absorber als Fähigkeit. Das ist auch richtig, richtig nice. Hat keine Stat-Veränderungen. Ampharos hat allerdings Stat-Veränderungen. Ist zum einen ein Elektrodrachen-Pokémon, zwar absehbar. Und hat jetzt 95 Def und 100 Speedef. Ist also ordentlich nochmal bulkiger geworden. Und Drache Elektro ist ein gutes Typing. Vor allem zusammen, also das Wesen ist natürlich scheiße, aber vor allem zusammen mit Dings ist es richtig gut. Wie heißt es? Volt-Absorber, dass wir nochmal eine Immunität auch mitnehmen. Glaub aber, den holen wir jetzt erstmal nicht mit rein, würde ich sagen. Wir schauen lieber nochmal, was der Sprout Tower uns so Hübsches als Encounter gibt. I guess ein Red Tether wäre auch okay. Wir kriegen allerdings ein Tuska. Sehr spannender Encounter, finde ich. Ich habe den noch nie wirklich benutzt. Ich hoffe, Noctuska ist in irgendeiner Form gebufft, dass der einigermaßen viable ist, weil meistens selbst mit Buffs ist der immer noch nicht wirklich gut. Aber ich hätte voll Bock, dass der mal gut ist. So, Cacnea ist modest und hat Water Absorb. Ist auch jetzt schon Grass Dark. Ich glaube, normalerweise ist er das nicht. Und Noctuska hat auch auf jeden Fall mit Water Absorb die beste Fähigkeit. Die andere wäre Sand Whale. Also die Immunität, die zweite Immunität nehme ich gerne mit. Buff hat Noctuska nur in Form des Speedes bekommen. Aber der ist immerhin auf 85 gepusht worden. Was meiner Meinung nach recht gut ist. Man kann den ja physisch als auch speziell spielen. Ich glaube, physisch wäre mir ein Ticken lieber gewesen aufgrund des Tiefschlages. Aber der Speedbuff macht den schon mal sehr viel mehr viable, meiner Meinung nach. Und im Bellsprout Tower habe ich schon gemerkt, dass hier auf jeden Fall die ganzen Pflanzen-Pokémon rumgechillt haben. Also Owei, Knofenser. Knofenser wäre geil gewesen, das Onix zu traden. Kann man hier alle finden. Und die Trainer sind auf Level 11 und haben definitiv nicht nur Bellsprout. Ich merke schon. Ein bisschen war die Hoffnung da, dass dem maybe nicht so ist. Also es wäre okay für mich gewesen, wenn die jetzt einfach alle Bellsprout gehabt hätten. Sag ich euch ehrlich, das wäre ein Ding gewesen, was vollkommen fein für mich gewesen wäre. Aber wow. Assist? Kann das... Okay, Synthese. Ich wollte gerade sagen, kann das nicht potenziell echt in die Hose gehen? Aber da kann ich halt auch in niemanden wechseln. Also ich vermute, da ist noch ein Knofenser oder sowas ähnliches dahinter. Aber, boah, das war jetzt doch nochmal eine sehr viel höhere Damage Roll durch Sandred. Das sehe ich aber nicht gerne. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt hier erstmal ganz gut hinbekommen. Oh, mein Flammenrad war auf das Sonnkern gerade tatsächlich neutral. Das bedeutet, Sonnkern hat in irgendeiner Form einen Buff bekommen und wird gerade irgendwie von meinem Karma-Hops... Also, Sonnkern nimmt meinen Karma-Hops. Mein primärer Guess wäre tatsächlich, dass Sonnkern in dem Spiel vom Typ Pflanze Feuer ist, weil Sonflora ist so ein Kandidat, den man zu einem Feuertyp macht, dann wäre Sonnkern actually ein voll cooler, spannender Encounter gewesen. Habe ich gerade richtig gesehen, dass Sand Attack freaking 2 AP hat, dass man den Gegner nicht mit Genauigkeitsdrops bearbeiten kann? Ach du Scheiße, das hat richtig... Ich glaube, Sonnkern hat einen Buff. Also, der lebt mir die Attacken zu gut und der teilt mir gerade ein bisschen zu gut aus. Und das sagt man eigentlich niemals über einen Sonnkern. Bin jetzt auch auf der obersten Etage angekommen und da chillt ein Pupanze. Und ich weiß nicht, was das noch für Pokémon sind. Also Static-Pokémon zählen natürlich als Bonus-Encounter. Wenn ich aber merke, dass das viel zu viele in dem Spiel sind, werde ich das natürlich begrenzen. Also ich denke, vielleicht ist so eine Idee zu sagen, Static-Encounter ist so ein Encounter pro Route. Also wenn es da mehr gibt, dann darf ich nicht mehr fangen, dass wir nicht übertreiben. Taucher. Vor allem einfach Libiscus. Was ist denn auch Libiscus für ein weirdes Pokémon an der Stelle? Also wirklich, hier wurde auf jeden Fall in die Kiste gegriffen und gesagt, ey, wir wollen möglichst alle Pokémon zeigen. So war es ja damals in Vintage Wild auch sehr ähnlich. Deshalb, ich freue mich richtig hierauf. Ich freue mich noch nicht auf den späteren Teil, aka so ab Orden 2, wo ich einfach nur noch weinen werde und auf die Fresse vermutlich bekomme und mir denke, scheiße, wie soll das denn schon wieder funktionieren? Aber ja, dafür seid ihr hier, ne? Dafür seid ihr hier. Und das freut mich, dass ihr mich leiden sehen wollt. Ist eigentlich ein ziemlich sadistischer Zug. Also während ihr in euren Antisadismus-Zug mal einsteigt, steige ich in den Ist-zu-blöd-zum-Reden-Zug ein. Ist das ein Deal? Ist ein guter Deal, finde ich. So, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was das für Pokémon sind. Leute, Chitstunky. Okay, ein Pupanze ist da und ein Palimpalim. Es kann auch sein, dass... Das ist ein Doppelkampf. Das ist ein Doppelkampf.
Der hat da einfach in Anführungsstrichen random Doppelkampf hingesetzt. Ist der wahnsinnig? Okay. Also wir gehen auf jeden Fall hier rüber in Endivie und schauen, dass wir das Valmar wegbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob... Also ich glaube nicht, dass Friendgard Endivie jetzt gerade ein Ding hier ist, aber... Ich habe nur die Pokémon gesehen. Ich habe mich schon gefragt, was sind denn das für Glatzköpfe dort? Also ich ging halt davon aus, dass diese Glatzköpfe so eher irgendwas in Richtung... Owei oder so ist. Im Übrigen, es gibt kein Feen-Typing hier. Oh nee. Okay, einen Schnüffler nehme ich schon mal sehr gerne als erste Runde, aber... Oh, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich hätte, glaube ich, meine AP auch nochmal hochheilen sollen. Das wäre nicht verkehrt gewesen. Okay, der beste Move von Valmar ist offensichtlich dieser Water Pulse. Maybe wechseln wir auch gleich Taubsi mal raus und schicken... Schicken Tentacha rein, das ist vermutlich nicht verkehrt. Eine Parafischen ist geil. Jetzt muss nur noch Leon durch die Verwirrung kommen. Das wäre auch sehr schnieke. Tut er natürlich nicht, weil... das wäre ja eine gute Sache für mich, das wollen wir ja nicht. Das Teil da drüben geht auf Hidden Power Steel. Ja, eigentlich muss dieses dumme Dings weg. Aber das Valmar scheppert halt auch gerade ordentlich, ne? Andererseits, ich kann Valmar auch fast stehen lassen. Und hier gehen wir in Tentacha. Und schauen, dass das Clefairy wegkommt mit Metronom. Wir haben jetzt gerade Gott sei Dank nichts, zumindest mit einer Vierfachschwäche draußen. Okay. Wir kriegen den Megasauger schon mal da drauf. Im besten Fall wird Valmar einfach gefullparat. Und dann ist das auch in Ordnung. Das hat gar nichts abgezogen. Oh mein Gott, hat das nichts abgezogen. Und da kommt eine Juwelenkraft. Ey, dass ich gleich hier so eine Scheiße durchmachen muss mit dieser... Mit diesem dummen Clefairy, geht mir echt ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Also ich glaube, ich greife halt einfach mit meinen stärksten Attacken an, weil sehr viel mehr kann ich nicht machen. Das hat schon mal ordentlich mehr Damage gemacht, das finde ich sehr gut. Dass wir so wenig AP haben, weil in die wir, finde ich gar nicht mal so nice, muss ich gestehen. Ich meine, wir kriegen wenigstens ein paar zurück. Mach einfach keine Scheiße, bitte. Okay, also bisher muss ich sagen, werden wir vom Metronom gut verschont. Also Tailwhip auf beide ist ein bisschen nervig, vor allem weil der jetzt einen Rocktomb auspackt, what the hell. Okay, dann war das gar nicht mal so ein geiler Zug für mich. Ja. Weil wir jetzt vermutlich auch gleich wechseln müssen. Na super. Ach, ist das scheiße. Ich glaube, ich will doch das Valmar loswerden. Also das Valmar kann ich ja jetzt damit besiegen. Und Tentacha würde ich gerne eigentlich drin lassen. Und würde hier jetzt tatsächlich mein erstes Highlight-Item ziehen. Oder wir gehen... Warte mal, oder wir heben uns das lieber noch auf. Und schicken hier Dummies rein. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das jetzt hier so schwierig wird. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch diesen Doppelkampf wirklich mit den Auglines nicht gesehen. Das, als ob das nicht geht. Ich meine, der sollte mit Water Pulse nicht auf Dunsparce gehen, aber... Okay, und der geht auf Wachstum. Das sollte auch in Ordnung sein, hoffentlich. Und der ist gefullparat, das ist strong. Zweimal irgendwie sehr viel bulkiger geworden. Also eine Konfusion sollte den killen. Und da es keinen Feentypen gibt, sollten wir mit Rock Smash hier gut dabei sein. Ich spare mir jetzt mal ein bisschen AP. Okay, wir kriegen Valmar schon mal weg. Sehr gut. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, dass der nochmal ein bisschen eskaliert. So, jetzt wird der... Okay, Dummies ist schneller. Okay. Die haben zwar beide noch ein Pokémon, aber ich bin ehrlich, dieser Lied hat mich ja halber zum Verzweifeln gerade gebracht. Okay, Pichu sollte gar kein Problem sein, um ehrlich zu sein. Es kommt jetzt darauf an, was da links noch hinkommt. Talo. Joa, I mean, das Ding ist, ich glaube, wir bleiben einfach drin, gehen auf Megasauger und hauen hier einen Takedown raus. Weil, auch wenn eine Flugattacke kommt, wir haben Filter auf Endivie, das sollte okay sein. Sweet Kiss Mist, Gott sei Dank. Und ich denke, damit ist Talo tot und das Pichu sollten wir dann auch gehandelt bekommen. Bei Silk Scarf Takedown, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die gerade so stark sind, wie dieses Dummiese mit Takedown. Und Taylor hat keine Death. Als ob der das... Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich dich gerade so gelobt und angekündigt, mein wertes Dummiese, und dann machst du so einen. Ach, und dann kommen noch Sweet Kiss. Manometer. Ich meine, mit der Konfusion killen wir jetzt das Taylor und dann haben wir... Wir haben ja auch noch Come Up in the Bag für Pichu, also...
Der Doppelkampf sollte überstanden sein. So, und jetzt sprechen wir mal die Pokémon an. Ich weiß nicht. Oh nein, da passiert einfach gar nichts. Ja, okay. Schade, ich dachte, maybe kriegen wir daraus jetzt einen Encounter. Oh mein Gott, hier hätte es auch Tangela gegeben. Okay, hier hinten kriegen wir leider auch nur das Fluchtseil. Na gut. So, das Ding ist aber, meine Damen und Herren, tatsächlich bin ich der Meinung, haben wir an der Stelle genug für den ersten Part erlebt. Wir hatten gerade einen krassen Doppelkampf, bei dem ich echt Respekt hatte. Wir haben unser erstes Pokémon tatsächlich heute auch schon verloren. Und hatten einen freaking Kampf gegen Frieda. Das verspricht spannend und interessant zu werden, oder nicht? Das wird ein tolles Projekt, bei dem ich jetzt schon Schiss habe, dass es nach so circa 10 Parts einfach zu Ende ist, weil dieses Spiel mich komplett hopsinisiert. Aber hey, das finden wir gemeinsam heraus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.